Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesvorstand der Grünen kündigt Rücktritt an. Die Vorsitzenden Lang und Nuripur erklärten, beim Parteitag im November solle eine neue Spitze gewählt werden. Nach einer Reihe von Wahlniederlagen ziehen die Grünen damit personelle Konsequenzen. Es brauche neue Gesichter, um die Partei aus der Krise zu führen, sagte Lang. Gegenseitige Angriffe auf Israel und Libanon. In Tel Aviv wurde am frühen Morgen Luftalarm ausgelöst. Die israelische Armee teilte mit, man habe eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen. Im Süden des Libanons gab es zahlreiche israelische Luftangriffe. Angaben über Tote und Verletzte gibt es bislang nicht. UN-Generaldebatte geht weiter. Mit Spannung erwartet wird heute die Rede des ukrainischen Präsidenten. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates erklärte Selenskyj vorab, dass Russland zum Frieden gezwungen werden müsse. Neben dem Nahostkonflikt ist der russische Angriffskrieg das Hauptthema bei dem diplomatischen Spitzentreffen in New York. Volkswagen und IG Metall beginnen Tarifverhandlungen. Bei dem angeschlagenen Autobauer drohen Werksschließungen und ein Stellenabbau. Die IG Metall lehnt das ab und fordert unter anderem 7% mehr Lohn. In Hannover demonstrieren etwa 3000 Beschäftigte. VW hatte zuletzt eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt, darunter auch die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung. Höchste Pegelstände an der Oder erwartet. An manchen Orten liegen die Stände schon bei mehr als 6 Metern. Die Behörden appellieren, hochwassergefährdete Gebiete großräumig zu meiden. Heute will sich Brandenburgs Ministerpräsident Woidke vor Ort über die Lage informieren. Das Wetter heute, viele Schauer und Wolken, am Nachmittag vereinzelt Gewitter, im Süden und Südosten etwas freundlicher, besonders südlich der Donau häufiger Sonne bei 14 bis 22 Grad.